Kamerun, ein Land an der Westküste von Zentralafrika. Die Kameruner wissen genau, dass die Zukunft einer Nation von der Qualität der Bildung und der Ausbildung ihrer Kinder abhängt. Deshalb sagen sie nicht ohne einen gewissen Stolz: Die Jugend ist die Speerspitze der Nation. Ich bin Frau Mika Sabine, Lehrerin und verantwortliche Betreuerin der kleinen Gruppe. Ich bin Lehrerin Françoise und unterrichte die mittlere Gruppe an der Vorschule Les Chérubins. Ich bin Frau Simone, Lehrerin in der großen Gruppe und verantwortlich für die Vorschule. Vom ersten Schultag an bringen wir den Kindern Disziplin bei. Wir zeigen ihnen, dass es für jede Beschäftigung eine bestimmte Zeit gibt. Der Arbeitstag beginnt damit, dass die Kinder schon gelernte Lektionen wiederholen, zum Beispiel die Fortbewegungsmittel. Da wir am Ende des Schuljahres sind, haben die Kinder schon ein Lied gelernt, in dem es um die Fortbewegungsmittel geht. Wenn man diese Arbeit liebt, ist es sehr schön, Zeit mit den Kindern zu verbringen.